Hallo Leute und willkommen zurück bei Professor Layton und die Schatulle der Pandora. Wir haben jetzt noch zwei Rätsel übrig, die wir lösen müssen. Und ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, ich werde mir da jetzt pro Rätsel so ungefähr 5 Minuten Zeit nehmen und erstmal ein wenig herumprobieren. Und wenn ich das in der vorgegebenen Zeit dann nicht schaffe, dann erlaube ich mir tatsächlich mal wieder in die Lösung zu gucken. Denn wir haben es jetzt schon ein paar Mal probiert, also ich habe es schon ein paar Mal probiert. Und es ist nicht so, dass es keinen Spaß mehr macht oder dass es total frustrierend ist. Ich finde die Rätsel hier eigentlich ganz cool. Auch das Weg mit den Kugeln ist eigentlich ganz schön, wenn man so viel ausprobieren kann. Die Sache ist einfach nur die, wir hatten das jetzt schon so oft im Let's Play. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Großteil von euch dann, ja, nicht genervt ist, aber auch mal denkt, jetzt komm, mach hinne, guck halt in die Lösung oder schneid das wenigstens raus oder so. Da gibt es ja immer... Oh, bekomme ich den da wohl noch? Gibt es ja immer sehr unterschiedliche Ansichten, aber ich denke mir, das ist dann schon okay, wenn ich jetzt sage, wir probieren 5 Minuten und wenn es dann nicht klappt, dann gucken wir nach. So, jetzt bekomme ich den da hinten. Jetzt bekomme ich den. Jetzt bekomme ich den. Jetzt bekomme ich den. Und jetzt sollte ich langsam anfangen, wieder zu überlegen. So, wenn wir hier hinspringen, können wir den hier bekommen oder aber den hier bekommen. Wenn wir dann dort sind, können wir den hier bekommen. Wenn wir dann dort sind, können wir... Oh Gott, das kann ich mir nicht alles merken. Oh Gott, was? Ich spring mal dahin. So, also, wenn wir jetzt hier hinspringen, haben wir 1, 2... Nee, Quatsch. Nee, wenn wir dahin springen, können wir gar nichts machen. Wenn wir dahin springen, können wir wenigstens dahin. So. Ja, können dann, wie gesagt, hier hin. Ja, dann geht's ja nur da. Dann geht's nur da. So, wenn ich jetzt dahin springe, komme ich nicht hierhin. Wenn ich dahin springe, komme ich auch nicht dahin. Mann, das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Ich hoffe, ihr hört das Klopfen im Hintergrund nicht. Mein Nachbar ist da gerade am rumhämmern und am Bohren, aber ich musste jetzt echt aufnehmen. Von daher versuche ich da einfach drüber zu quatschen. Vielleicht hört ihr das auch gar nicht. So, und hierhin und dahin und dahin. Und hierhin und jetzt schön hier den Rand mitnehmen, den da unten. Bekomme ich den überhaupt noch? Ja, den bekomme ich, wenn ich auf das Feld irgendwie komme. Gut, gut. So, hierhin und dahin. Und seit ich das Rätsel angefangen habe, in einer der vorherigen Folgen, habe ich das mit dem Rand auch immer so weiterverfolgt. Denn bei einem Springer-Problem-Rätsel wurde das ja als Tipp genannt. Da stand ja erst immer schön den Rand abdecken. Und das erscheint mir auch sehr logisch. Nur es hat bis jetzt hier noch zu gar nichts geführt. So, hierhin, dann einfach mal dahin, dann dahin, dahin und dahin und dahin. Und dann können wir jetzt gleich schon mal wieder überlegen. So, ach nee, muss ich gar nicht. Ich kann nur dahin. Jetzt kann ich nur dahin. So, also springen wir hierhin. Können wir später dahin. Von hier aus können wir aber nichts machen. Okay, wenn wir dahin springen, können wir dahin. Ja, die Chancen stehen auf jeden Fall besser. So, wir können dahin und dahin. Von hier können wir dahin. Und von da können wir dann nirgendwo hin. Okay. Wenn ich dahin springe... Ja, Moment. Nee, wenn ich hier hinspringe, komme ich überhaupt nicht weiter. Ach doch, dann komme ich hier hin. Pass mal auf, wir machen das so. So, wenn ich jetzt auf den hier springe, bekomme ich den ja nicht. Es ist egal, was ich tue. Es ist egal, was ich tue. Die dürfen am Ende nicht so nah beieinander liegen. Ich glaube, das ist die Sache, ne? Wenn ich hier hinspringe, 1, 2, dann habe ich den. Nee, das geht nicht. Das geht nicht auf, die ganze Sache. Zack und zack. Jetzt haben wir den übrig. Nein. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Und einen Hinweis haben wir hier ja schon genommen. Und ich glaube, da wurde auch nur gesagt, dass uns keine weiteren Hinweise gegeben werden. Ich wüsste auch nicht, welchen Hinweis man hier geben soll. Also ich meine, man kann jetzt nicht das ganze Rätsel erklären. Dahin, hierhin, hierhin, hierhin. Ja, das bedeutet... Wow, das war's schon krass. Das bedeutet, die beiden letzten müssen ja relativ weit voneinander, oder was heißt relativ weit, aber die müssen ja schon ein bisschen auseinander liegen, damit ich dann da überhaupt noch den Sprung hinbekomme. Sonst funktioniert der ganze Spaß ja nicht. So, nochmal zurück. Hierhin,
dahin, 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 dahin und dahin, hierhin, da unten hin, damit wir schön den Rand mitnehmen, da noch hin, hier noch hin. Können wir jetzt überhaupt da noch hinkommen? Ja, wenn wir da drauf kommen. Okay. Dahin, dahin. So, dann haben wir den. Dann haben wir den, dann haben wir den. Okay. Sind wir hier unten schon mal fertig mit dem Rand? Dann erstmal hier hin. Dahin, dahin. Hier oben hin. Dahin, da oben hin. Okay, haben wir das schon mal? Jetzt haben wir den da oben, jetzt haben wir auch den. So. Jetzt muss ich das Ganze irgendwie geschickt angehen und ich muss vor allem da unten hinkommen, damit ich den noch bekomme. Ja, oder aber so, geht natürlich auch. So, jetzt kommen wir hier hin. Jetzt kommen wir dahin. Das passt doch wieder nicht. Leute, ich gucke jetzt nach. Ich gucke jetzt nach und ich weiß noch nicht, ob ich euch das komplett zeige oder ob ich das jetzt ein bisschen verschneller, je nachdem, was mir dieses wunderbare Video hier jetzt bringt, was ich mir anschauen werde. Es dauert erstmal ewig, bis es geöffnet wird. Wow, was ist das denn? Okay, es dauert und im Hintergrund wird gebohrt. Fantastisch. So, schön, YouTube-Video. 2 Minuten 15. Na, dann bin ich gespannt. Dann mal los. Ich versuche jetzt die Schritte, so gut es geht, da irgendwie zu befolgen. So, geht es los, geht es los? Es geht los. Okay, hep. Oh, der braucht wieder ganz schön lange. Dahin, dahin. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler. Dahin, dahin und dahin. Und dahin. Ah, der macht das so ein bisschen interessant. Interessante Methode, muss ich sagen. Das ist echt ganz cool. Jetzt geht er oben. Moment, jetzt ist er dahin gegangen. Das ist echt ganz interessant. Cool, dahin. So, von da geht es dann runter. Okay, oh, der Sound jammert gerade so ein bisschen rum. Liegt, glaube ich, daran, dass das jetzt hier nebenbei mal gerade läuft. So, dahin. Und da oben hin. Und dann dahin. Und dann dahin. Hier hin. Okay, dahin. Und dahin. Und wieder in die Mitte. Das ist echt eine ganz interessante Methode. So ein bisschen, ja, Schachbrettmuster halt, ne? Dahin, von da nach unten. Von da hier oben hin. Dann nach ganz unten. Dann in die Ecke. Dann geht's nur hier hin. Dann geht's dahin. Dann nimmt er den unteren. Dann den hier oben. Dann den. Dann den. Dann den. Den hier. Ja, dann logischerweise den hier. Ist klar. Dann vermutlich... Oh, doch nicht den oben. Hätte ich jetzt gedacht. Achso, dann springt er zurück und holt sich dann den da oben. Okay. Und holt sich dann den oben und dann den rechts. Ach, wie cool. Ach, wie cool. Und holt sich dann den unten. Ja, schlau eigentlich. Eigentlich echt schlau. Krass. Cool. Eigentlich eine ziemlich logische Sache. Ja, cool. Sowas schafft nur Leightons Lehrling. Bin ich ein bisschen beeindruckt? Eine Weltmeisterleistung. Bin ich ein bisschen beeindruckt? Schön. So, wundervoll. Ich wusste, dass es dir ein leichtes sein würde. Ja, Leighton, ganz bestimmt. So, hätten wir das auch gelöst. Das Einzige, was jetzt noch übrig bleibt, weg mit den Kugeln 6. Wie gesagt, 5 Minuten circa probiere ich noch ein bisschen rum. Und schau noch mal eben, was sagt der Tipp. Viele Kugeln. Gehe aber nicht nach dem Zufallsprinzip vor. Okay. Mhm. Okay, okay. Was ist mit Tipp 2? Ist der zufällig hilfreich? Je mehr Kugeln du vom Brett nimmst, desto mehr ähnelt das Spielfeld einer Kugelaufstellung, die du bereits aus einem früheren Rätsel kennst. Hast du es erst einmal geschafft, so weit, ja, ja, ist der Rest ein Kinderspiel? Okay. Ja, wir nehmen den jetzt. Schade, aber für weitere Hinweise... Ja, okay. Gut, okay, okay. Klassische Lösung. Jo. Okay, zuerst solltest du dieses Rätsel ohne erschwerende Bedingungen lösen. Okay. Ja, ich kann es ja einfach nur... Ich kann es ja einfach nur so probieren und hoffen, dass wir da irgendwie auf einen guten Zweig kommen und keine Kugel... zu weit weg liegt. So, machen wir das erstmal so.
Dann könnten wir das so machen. Dann haben wir die da oben schon mal weg. Das ist gut. Dann kommen die hier raus. Das könnte schon blöd gewesen sein. Müssen wir mal gucken. Nee, das geht noch. So, die hier hin. Den nach oben. Den dahin. Jetzt darf ich keinen blöden Fehler machen, obwohl ich gar nicht weiß, ob ich hier schon relativ... Nee, das ist ja Käse so. Obwohl, den bekommen wir so runter. Sehr schön. Und jetzt bekommen wir den da oben aber nicht mehr raus. Das war ziemlich doof. Ja, das war ziemlich doof. Okay, nochmal neu. Eieiei, das ist aber auch schwierig, oder? So, erstmal wieder versuchen, die am Rand sind, irgendwie wegzubekommen. Und zwar so und so. Und dann wieder einen zurück und dann den in die Mitte. Okay, das gleiche müsste ich jetzt eigentlich irgendwie auf der anderen Seite auch noch hinbekommen. Und so, ah, das war jetzt schon blöd, ne? Ah, das war vermutlich schon wieder doof. Den da oben hin, ach, jetzt ist der da. Na, nee. Nee, das war totaler Käse, glaube ich. Da kann ich auch nicht mehr besonders viel reißen. Gut, den kriege ich noch raus. Dann kriege ich den noch raus. Ja, und das war es auch schon. Nochmal neu. So und so. So. Die Spielform, also die Spielbrettform, ähnelt einer, die wir in einem bisherigen Rätsel schon mal hatten. Ja, vermutlich dieses... Ich glaube, das war das davor, ne? Weg mit den Kugeln. 5 müsste das ja dann gewesen sein. Aber was bringt mir das jetzt? Also ich meine, die Figur nachstellen wird genauso schwer sein, wie das Rätsel hier zu lösen. Von daher... So und so. Und so. Den da unten bekommen wir so auf jeden Fall schon mal weg. Können das so machen und so machen. Das war dumm. Das war dumm oder etwa nicht. Wir können dahin, dahin, dahin und dahin. Haben den schon mal weg? Ach, der da oben ist so ein Problem, ne? Der da oben ist so ein Problem. Hierhin, hierhin. Ja, und jetzt können wir es nur noch so machen. Ach Mann. So, den erstmal weg. Was ist, wenn ich den mal zur Seite mache? Den nach oben, den dahin. Den dahin, den dahin. Wow. Wow. Da unten ist es jetzt schon mal ein bisschen leerer. Das ist gut. Aber das bekommen wir... Doch, das bekommen wir hier auch hin. Ach, cool. Warum habe ich das nicht vorher so gemacht? Vielleicht ist es jetzt ein bisschen einfacher. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist es so... Noch ein bisschen... Wow, Ton. Vielleicht ist es so... Sogar noch ein bisschen blöder. Dahin? Dahin. So, jetzt bloß nicht zu weit weggehen. Bloß nicht zu weit weggehen. So. So. Ach, der. Der ist jetzt blöd. Ach, doof. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt hier für einen Unsinn? Das wollte ich doch gar nicht. So und so. Nein! Nein, Leute! 2 Kugeln! 2 Stück! Mann! Wie habe ich das vorhin gemacht, dass das hier so gut gepasst hat? Ich glaube so, ne? Dann den dahin, den dahin. So, ist hier unten schon mal wieder frei. Das gleiche dann nochmal oben. Wie habe ich das gemacht? So und so? So und so? Und jetzt bekomme ich den da nicht mehr raus. So und so. Und so und so. Eieiei. Nee, da können wir... Ah, da können wir keine 3 hinmachen. Machen wir das erstmal so. Und so und so. Nee, dann habe ich den anderen da. Ach, doof. Und der hier ist auch immer ein Problem, beziehungsweise die 2. Ah, doof.
Obwohl, den bekommen wir weg. Ja, das war's aber dann. Ja, das war's dann. So, Leute. Letzter Versuch. Ich mach's nochmal. Moment. Ich mache es nochmal genau so. Und wenn es dann nicht hinhaut, ja, dann gucke ich nach. So, wie habe ich das jetzt hier mit dem gemacht? Irgendwie anders, ne? Vorhin. Oh Gott. Jetzt komme ich hier ganz in die Bredouille. Nee, nee. Nochmal. So und so. Wie habe ich denn die ganze Zeit den mittleren rausbekommen? So? So? Ton, was machst du? Ärger mich nicht. So und so und so. Und dahin und hierhin. Und dahin. Und dahin. Und dahin. So. Oh, jetzt ist der da hinten alleine. Ach, doof. Na, doof. Ganz blöd. Nee, nee, nee. Das war jetzt echt... Das war echt nicht klug, was ich hier gemacht habe. Da bleiben jetzt noch mehr übrig. Ja. Nee, Leute. Wir starten mit der Lösung. So, bin ich gespannt, wie lang dieses Rätsel dann tatsächlich dauert. Vor allem bin ich auch gespannt auf die Züge nachher. 1:49. Okay. Ich hoffe... Hallo? Ton? Ich hoffe, der macht es auch so schön langsam wie der vorhin. So, dann wollen wir mal starten. Bin ich gespannt, wie der anfängt und vor allem, wie der dann die blöden letzten Kugeln hier aus den Ecken rausbekommt. So, vorbereiten, gut hingucken, keinen Fehler machen. Dahin. 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 Okay, der macht das schön langsam, das sollte ich hinbekommen. Und darüber. Okay. Okay. Zieht den da... Okay, darunter. Und den darüber und jetzt vermutlich hoch. Genau. So, dann nimmt er... Boah, welchen hat er genommen? Den. Dann nimmt er den, dann nimmt er... Oh, den. Jetzt ist er gerade ein bisschen schnell. Dann nimmt er den, okay? Dann geht er damit rüber. Und dann geht er damit nach oben. Und geht damit sogar noch einen nach oben. Nimmt dann den hier und geht dahin und dann nach rechts. Okay. Geht dann nochmal einen nach rechts. Und stockt dann gerade ein... Ah, nee, nimmt dann den. Dann dahin. Dann nimmt er den. Und damit geht er jetzt vermutlich auch direkt weiter. Jawohl. Dahin. Nimmt den hier. Geht mit dem weiter. Dann den hier. Und dann den hier. Und dann den. Und jetzt geht der nämlich einmal komplett rum damit. Ja. Geht dahin. Und geht auch nochmal dahin. Und geht dahin. Und damit haben wir es, Leute. Dann wollen wir mal sehen. Jo, wir haben es geschafft. Ah, unfassbar. Ja gut, meisterlich gelöst, ne? Wir haben es geschafft. Wow. Aber im Endeffekt... Reife Leistung. Im Endeffekt hat es die Lösung geschafft. Leightons Aufgaben. Das Haus des Rätselmeisters ist nun anwählbar. Was? Ach ja, da war ja noch eins. Schrader. Oh nein, die Prüfung. Eckstein muss weg. Was? Es gibt noch 3 Rätsel? Nee, oder? Wieso versuchst du dein Können nicht mal in diesem Rätsel? 3 Stück noch? Oh Gott. Oh nein. Was? 4 Freunde legen dieselbe Prüfung ab. Jede der 10 Fragen hat 2 mögliche Antworten, A oder B. Jede richtige Antwort ist 10 Punkte wert. Also liegt die volle Punktzahl bei exakt 100 Punkten. Unten siehst du die Antworten der Schüler. Leider hat der Lehrer vergessen, Gerds Punktzahl, das hier ist Gerd, Gerds Punktzahl zu schreiben. Gerd will gerade zum Büro des Lehrers, als Vera ihn anlächelt und sagt, sie könne Gerds Punkte anhand der anderen Ergebnisse herausfinden. Kannst du Gerds Punktzahl ausrechnen? Was? Was? Okay. Okay. Okay.
Okay, Moment. Das kriegen wir doch hin. Ist das so schwierig? Notiz. Also, sie hat 70 Punkte. Sie hat 70 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach nee, ach Quatsch, ich wollte jetzt gerade sagen, sie hat die 70 Punkte durch die 7 Bs bekommen, aber das muss ja gar nicht so sein. Okay. Okay. Gut. Dann lasst uns das Ganze mal durchgehen. Sie hat 70 Punkte. Und damit zwei Antworten mehr richtig als zum Beispiel der Stefan. Wenn wir das B nehmen, jetzt können wir hier echt alles durchgehen, so ist das doch gemeint, ne? Wir haben das B. Das hat sie auch, das hat er auch. Nehmen wir mal an, das B ist richtig. So, dann hat er 10 Punkte. Ich mache den Strich als 1 für die 10. So, sie hat dann bei 2 wieder ein B. Nee, pass auf, das müssten wir... Das muss ich mir doch anders markieren. Ja, aber wie? Wie markiere ich mir das? Ich überlege gerade. Du hast es einmal richtig, du hast es richtig. Bei dir machen wir den Strich mal hier. So, du hast dann B als zweites. Er hat A, sie hat A und Gerd hat wieder B. Okay. Okay. B. Oh Gott. Ja, das muss ich ja richtig abgleichen, ne? Das muss ich ja richtig abgleichen. Okay, also das B ist auf jeden Fall... Ja, oder es haben alle falsch. Das kann ja auch sein. Du hast das B, dann A und A und B. Du hast wieder das A bei 3. Du auch, du auch, du auch. Gehen wir mal davon aus, dass das aus irgendeinem Grund richtig ist. Also ich meine, wir können uns ja... Sie hat 30 Punkte. Ach nee, sie kann ja wie gesagt auch was anderes falsch haben. Was anderes richtig haben, was sie falsch hat, als Beispiel. Sie hat bei 4 das A, bei 5 das B, bei 6 das B, das hat sie oben zum Beispiel auch, die Vera, bei 7 das B. Okay. Nee. Pass mal auf, ich lasse mir mal eben einen Hinweis anzeigen und ich möchte gerne noch die anderen Rätsel sehen. Ich möchte wissen, was das ist in dieser Folge noch. Als erstes solltest du versuchen, die richtige Antwort auf jede der 10 Fragen herauszufinden. Dazu fertigst du am besten eine Tabelle an. Ja, in der du alle 4 Antwortbögen miteinander vergleichst. Ja, die 4 Punktzahlen sind wichtig. Vera lag 7-mal richtig, also solltest du ihre Antworten als Basis nehmen. Ja, hätte ich ja. Achte darauf, bei welchen Fragen die Schüler verschiedene Antworten gegeben haben. Ja, ich bin aber jetzt gerade echt neugierig. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass jetzt wirklich nochmal 3 Rätsel kommen. Deshalb möchte ich mal kurz gucken. Die Prüfung Eckstein muss weg. Was ist das denn? Was ist das denn Schönes? 80 Picarat, okay. Ein Kartenspielverein veranstaltet ein Turnier, in dem jeder Spieler einmal gegen jeden anderen antritt. Nach einigen Partien muss Herr Eckstein leider frühzeitig gehen. Insgesamt werden in dem Turnier 59 Partien gespielt. Wie viele Partien spielte Herr Eckstein, bevor er sich aufmachte? Es handelt sich um ein Kartenspiel für 2 und niemand tritt mehr als einmal gegen denselben Gegner an. Außer Herrn Eckstein verlässt niemand das Turnier frühzeitig. Okay. Nach einigen Partien muss er frühzeitig gehen. Insgesamt werden 59 Partien gespielt. Okay. Ja, geben wir auch auf. Ich gucke mir noch das letzte an. Das würde ich gerne wissen. Dann gibt es ja doch noch eine Folge. Verflixtes Schieben. Oh, Schieberätsel? Schieberätsel? 153? 99 Pika. Oh
Gott. Oh Gott, Leute. Ich dachte, diese Folge hier wäre die letzte. Eieiei. Das lila Juwel. Okay? Dieses Rätsel ist besonders schwierig, da einige sehr ungewöhnlich geformte Blöcke darin vorkommen. Beweise dein Können. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Achso, das. Achso? Das da in der Mitte kann ich. Wow, das kann ich gar nicht bewegen. Das ist ja blöd. Das ist ja richtig blöd. Doof. Doof. Das kommt runter. Das kommt in die Ecke. Der kommt schon mal raus. Das wäre jetzt so witzig, wenn ich das jetzt sofort hinbekomme, irgendwie in, keine Ahnung, 30 Zügen oder so. Was natürlich nicht passieren wird. Nein, das bringt mir so nichts. Tja, dann wird es wohl oder übel noch eine Folge geben, wenn nicht sogar zwei. Krass. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Wir müssen das bestimmt, das hier rausbekommen und da in die Ecke, ne? Das Kreuz, das wäre eigentlich ganz cool. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, das hier rauszubekommen, frage ich mich gerade. Ja, wenn hier unten alles frei ist oder aber da oben. Ja, okay. So, so. Und dann bringt mir das nichts. Okay. Okay, ich glaube, wenn ich die anderen Layton-Teile echt noch spielen sollte, dann nehme ich mir nicht mehr vor, alle Rätsel zu lösen. Obwohl doch, warum eigentlich nicht, ne? Ich meine, es macht ja Spaß. Es geht jetzt nur wirklich schon länger als erwartet. Das war total dumm, was ich hier gemacht habe. Es geht wirklich länger als erwartet. Ich dachte, das Hauptspiel wäre länger. Und dass die Rätsel, die wir dann sonst noch so bekommen, nicht ganz so lange dauern. Das dachte ich eigentlich. Aber nö. Nee, ich bekomme dich da ja nicht raus. So und so. So, nee, ich bekomme dich da ja immer noch nicht raus. Das bringt's nicht. Nein. Nein, nein, nein. Wie habe ich das denn vorhin gemacht? So, ne? Kommst du da immer noch nicht raus? Kann ich das hier... Ach so, nee, das kann ich jetzt gar nicht weiterschieben. Blöd. Also, das nochmal nach oben. Das hier hin. Ja, dann kann ich wieder gar nichts machen. Nee, dann komme ich hier nicht weiter. Boah, das sind wirklich gemein geformte Blöcke. Ja, gut, ich komme da trotzdem nicht weiter. Kann ich jetzt machen, was ich will? So, dich da runter. Nee, das bringt mir nichts. Bekomme ich den grünen? Ach nee, jetzt bekomme ich den da sogar nicht weg. Mist. Bekomme ich den grünen da rein? Bekomme ich den nicht weiter? Ich hätte gern den grünen da unten drin, aber ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Wenn ich den erstmal da hinschiebe, dann ist der da. Nee. Nee, nee, nee. Jetzt könnte ich den... Ach nee, der kommt ja nicht raus. Ach man, Leute, wir sind fast bei einer halben Stunde. Ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns hoffentlich bei der Folge morgen wieder. Ich habe echt nicht gedacht, dass noch eine kommt und wahrscheinlich kommen sogar noch zwei. Aber gut, ich hoffe sehr, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss!